Die diesjährige Karl-May-Festspielsaison in Elspe startet mit einem neuen Ensemble. Western-Fans können sich auf eine ganz besondere Inszenierung freuen. Winnetou hat viel gekämpft für den Frieden. Und dabei ist er enttäuscht und müde geworden. Winnetou, manchmal glaube ich, du fühlst dich stärker als du bist. Ich werde jetzt die Siedler holen und sie zur alten Kirche bringen. Charlie, mag sein, dass du recht hast. Aber was auch kommt, vergiss den Apachen nicht. Gleich zwei Winnetous und zwei Old Shatterhands werden in Europas größtem reinen Show- und Festivalpark rund 180.000 Zuschauer begeistern. Benjamin Armbruster spielt seine letzte Saison als Winnetou und wird live auf der Bühne von seinem langjährigen Spielpartner Jochen Bludau gebührend verabschiedet. Nach 19 Jahren kehrt Jochen Bludau als Old Shatterhand zurück und übergibt nebenbei seine Rolle an seinen Sohn Oliver Bludau. Die Schauspielerin und Bambi-Preisträgerin Rados Bokel übernimmt in der kommenden Karl-May-Festspielsaison in Elspe die Rolle von Winnetous Schwester Nochi. Bokel wurde vor allem bekannt durch die Verfilmung des Michael-Ende-Romans Momo. Von Juni bis September ist die 36-Jährige beim Elspe-Festival unter Vertrag und wird die gesamte Spielzeit über live auf der großen Naturbühne zu sehen sein.